Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Die Prüfungswarteliste erwartet meinen Barbaren. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich muss Astral ran schaffen. Ich brauche ohne Ende Astral oder Gefährtenaufwertungsmarken, weil mein Barbar, mein zweiter Twink, also mein Drittcharakter, der ist noch lange nicht so equipped, wie er sein sollte. Also ich will jetzt nicht wieder jammern, da gibt es genug Videos, wo ich das tue, aber ich brauche halt noch etliches, um den wirklich so zu haben. Wie ich ihn haben will. Ich muss mit den Werten jetzt leben und ich beschleunige mal dieses Sammeln hier, weil das dauert immer ewig. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Viele wollen ja auch überhaupt nicht mitmachen, wenn sie sehen, es geht in die Wiege. Dieser Prüfungsdungeon ist halt wirklich ein bisschen mechaniklastig. Zum ersten Mal muss man was beherrschen, ein paar Mechaniken, damit man überhaupt eine Chance hat, diesen Dungeon hier zu bestehen, aber ich sehe schon, wir haben Neulinge dabei. Das heißt, es wird extrem schwierig werden. Ich bin gespannt. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Ich will ja auch die Realität zeigen und das sind mir alles Unbekannte. Ich habe keine Ahnung, was die können, was die nicht können. Und Neulingsbonus kann ja auch bedeuten, dass es nur ein Twink ist und der Spieler zumindest weiß, was zu tun ist. Es kann aber auch bedeuten, hier ist jemand zum ersten Mal und wir werden alle sterben. Wir werden es sehen. Erste Phase besteht aus zwei Wellen von Angreifern. Die machen wir einfach mal eben platt. Das müsste doch noch irgendwie gehen, oder? Das schaffen doch noch alle. Da habe ich noch keine Gruppe gesehen, die hier schon komplett verreckt ist. Jo. Erste Welle. Jetzt kommt die zweite Welle. Kommt zu Papa. Lasst euch hauen. Kommt hierher. Huhu. Na, komm schon. Ja. Und immer drauf. Jo. Und weg. Der erste ist schon tot. Okay. Nicht so viele Trefferpunkte. Schlechtes Stellungsspiel oder was war's? So. Nächste Phase. Am Rand ist so ein großer Schädel erschienen und auf der gegenüberliegenden Seite erscheint ein kleiner Schädel. Und der Spieler, der am nächsten zu ihm ist, der zieht ihn möglichst zu dieser Projektion. Ich bin in der Hand. Wäre nett, wenn ihr mich befreit. Vielen Dank. Und jetzt muss man von hinten, und zwar gerade von hinten, auf diesen Schädel draufhauen, damit er zur Projektion fliegt und nicht so zur Seite wie jetzt. Okay. Die Gefährten sind ein bisschen böse, deswegen sind solche abyssischen Hühner oder Xuna oder so hier nicht so gerne gesehen, weil die ganz oft halt dieses Schädelschießen kaputt machen, weil die einfach von irgendwo draufhauen und der Schädel dann in irgendeine Richtung fliegt. Deswegen sind meistens hier so Gefährten gern gesehen, die entweder nur passiv sind oder halt nicht so viel Schaden machen. Oh, ich habe den Schädel. Dann gehe ich mal zu dem großen Schädel zur Projektion und guck mal, was ihr da so macht. Ich stehe ja mal rum und warte mal, ob das Ding in meine Richtung fliegt. Zumindest einer ist direkt dahinter. Muss jetzt nur noch gerade draufhauen. Das wäre ganz cool. Oh, ich kriege ihn ab. Ne, Glück gehabt, Alter. Puh. Aber wenn ich den abkriege, nehme ich auch nochmal Schaden. Das tut dann weh. So, einer zieht schon den Schädel. Befrei mal die Leute hier. Oh. Das sieht nicht gut aus. Wollte jetzt eigentlich das Schädelschießen den anderen überlassen, aber bin mir gerade nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Wir werden es erleben. Weil wenn man schnell genug ist und die Gegner hier platt macht, ist das auch einfacher. Die roten Flächen sind zwar noch nervig, wo man so rumhüpft und kurz Schaden nimmt und so, aber die Gegner sind eigentlich das, die extrem nervig dabei sind. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir haben immerhin schon einmal getroffen. Oh. Ob ich das schon sehe, jetzt schießt er da mit seinen Kanonen auf das Ding. Das ist nicht gut. Geh ich mal dahinter. Na, okay. Glück gehabt. Oh Mann. Ja, auch so eine Reittierkampfkraft kann da verhindern, dass wir... Ja, toll, stehe ich hier so rum. Okay, lalala. Danke fürs Befreien. So, bleib doch mal stehen.
Bleib stehen, wenn ich mit dir kämpfe. So, immerhin. Das haben wir geschafft. Der Schädel ist im Prinzip nur dreimal auf diese Projektion geschossen worden. Mehr ist es schon nicht. Jetzt kommt die nächste Phase. Erstmal wieder zwei Wellen von Gegnern. Ähnlich der allerersten Phase. Sind halt nur ein bisschen böser, die Leute. Und ein bisschen größer und ein bisschen stinkiger und überhaupt und so. Na komm, ja, ja, fall um, fall um. Jawohl. So schön. Perfekt. Die Leute gehen schon an den Rand, müsst ihr gar nicht. Kommt noch eine zweite Welle von Gegnern. Eins, zwei. Zwei Wellen. Dauert manchmal, die schlafen manchmal ein bisschen. So, da ist die zweite Welle. Die machen wir jetzt platt. Bleiben Sie ruhig. So, nach den zwei Wellen kann man sich eine Seite aussuchen. Zumindest sollten alle DDs nicht mehr in der Mitte stehen. Sondern wenn überhaupt Tank oder Heiler oder Unheiler, wie auch immer, weil DDs, die in der Mitte rumkloppen, die machen den Galadwürfel kaputt. Da erscheint nämlich, nachdem die ersten Gegner da sind, ein Galadwürfel und der muss in eine der vier Ecken gezogen werden. Der am nächsten dran steht, kriegt dieses Band zum Ziehen. Aber wenn die DDs in der Mitte sind und auf alles draufhauen, was in der Mitte ist, dann platzt dieser Galadwürfel an Ort und Stelle und es funktioniert nichts, weil wir müssen diesen Galadwürfel zum Platzen bringen, damit er diese Zahnräder, die am Rand sind, zum Stehen bringt. Und zwar möglichst immer zwei. Und ihr seht, dass an den Ecken rechts und links ist jeweils ein Zahnrad. Also in die Mitte setzen macht immer Sinn. Ich kümmere mich mal lieber nur um die Gegner. Aber der erste ist schon in der Mitte geplatzt. Habt ihr super gemacht. Ich sage mal so, der Neuling ist tatsächlich Neuling und bei den anderen bin ich mir gar nicht sicher, was sie so machen. So, einer hat ein Gummiband, der kümmert sich gern. Doch, er rennt. Und der Galadwürf ist noch ganz. Juhu, nicht weglaufen. Wo willst du hin? Wo, was? Okay, da geht auch, weil er dann auch zwei Zahnräder zum Stillstand bringt. Nur jetzt müssen die anderen es im Prinzip auch so machen, zwischen diese Ecken die anderen setzen, sonst braucht ihr einen Würfel mehr. Ja, so nämlich nicht. Genau, jetzt wird nämlich nur dieser eine, weil der andere ist ja schon gestoppt. Ja, es würde eher Sinn machen, jetzt den auch in die Mitte zwischen den Ecken zu platzieren, aber das ist wahrscheinlich schon zu viel des Guten. Ich würde fast schon die Vermutung äußern, das wird nichts werden mit diesem Run, aber wir warten mal ab. Ich will jetzt nicht... Man wird ja häufig, wird mir nachgesagt, dass ich irgendwie zu negativ bin und sage, dann wird nichts. Aber ich sage mal so, dann wird nichts. Schauen wir mal. So, alle stehen wieder alle in der Mitte rum. Ja, haut den Galadwürfel ruhig. Super, läuft. Na komm hierher, ziehen. Oh ja, okay, gerade noch geklappt. Aber wir brauchen ein mehr, weil irgendeine Ecke, da einer ist jetzt noch nicht gestoppt. Der da, da müssen wir jetzt hin. Also einen brauchen wir noch. So, aus der Mitte weg. Jo, lass ihn da. Nee, noch ein Stück. Ja, so geht's. Müsste halten. Perfekt. Sehr gut. Puh, okay. Jetzt müssen wir Nabelschnüre durchtrennen. 8 Stück. Leider kommen noch Gegner und Zauberer und wir müssen auch noch die Aufladung des Seelenhetzers verhindern. Noch ist der Balken da nicht gefüllt, aber der füllt sich mit der Zeit und ich bin gegriffen. Warum bin ich gegriffen? Liebevolle Hände, die mich umarmen. Mein Gott. Ich geh doch mal weiter ran. Dein Schwert ist kürzer, als du denkst. So, Nabelschnur 2. Jo. So, da sind schon die Gegnermassen. Ich kümmere mich mal lieber um die Nabelschnur, weil sind die Schnüre weg? Sind alle Gegner weg? Wir sind sicher. Alles gut, aber die Aufladung des Seelenhetzers ist jetzt voll. Es wäre gut, wenn wir sie reduzieren. In der Mitte entstehen jetzt so Geister. Ihr habt sie kurz eben rechts gesehen. Haut man einen davon um, dann wird diese Aufladung kleiner, was schon mal gut wäre. Aua, der tat weh. Der tat richtig weh. Warum tat er so weh? Aua.
Okay. Geister. Oh, der ist schon weg. Okay. Nabelschnur, Nabelschnur, Nabelschnur. Aber wir sind erst bei 4. Hälfte erst. Meine Güte, echt. Anscheinend irgendwie bin ich der Einzige, der hier Nabelschnüre macht, oder? Nee, gut. Da ist noch jemand. Sexy girl. Na, komm schon. Lebst du noch? Warum lebst du noch? Sah eben so aus, als wenn du weg wärst. So, jetzt bist du weg. Okay, es ist Nummer 6 dann. Oh Mann, wir brauchen da noch 2. Hoi, hoi, hoi. Ich lasse die Geister mal. Wir versuchen die letzten 2 jetzt hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Immer drauf. Oh, die Gegner kommen. Ja, klar. Hau mich jetzt ruhig von der Plattform runter. Das mag ich immer. Ah, Glück gehabt. Weil die können einen auch so einen Schwung geben, dass man hier in den Abgrund stürzt. Das ist auch nicht so schön. Und dann ist man nämlich tot. So, der ist weg. Letzter, letzter, letzter. Komm, 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 komm. Oh, komm. Komm. Drittes Mal gedrückt für Zungenpeitsche. Macht er wieder nicht jetzt. Nein, das duert immer. So. Okay, die Phase haben wir auch geschafft. Das war wieder erwarten. Okay. So. Jetzt wird spannend, weil jetzt brauchen wir Damage. Das heißt, die DDs müssen wissen, wie sie Schaden machen. Es wäre gut, wenn der Heiler auch weiß, wie er heilt, weil auch da wird es etlichen gleich auf die Mütze geben. Und der Tank wäre nett, wenn er Aggro ziehen würde, was die meisten hier aber auch irgendwie nicht machen, warum auch immer. Aber bei dem kann man das eigentlich ganz gut machen, aber gucken wir mal, ob wir auch Gruppenkuscheln machen, alle zusammen auf derselben Seite, oder ob gleich welche weglaufen, um eigentlich gut Kampfvorteil zu geben, aber der Schaden hier ist mittlerweile so viel, dass das böse enden kann. Okay. Gefühl her würde ich sagen, der rote Balken bewegt sich viel zu langsam. Das ist für mich immer so das Gefühl, ob wir bei der Phase, wo wir den kleinen Damage-Check haben, wo wir also viel Schaden in kurzer Zeit machen müssen, nämlich gegen Axelrak am Ende dieser Phase hier, ob wir den dann runterkriegen in der benötigten Zeit. Und das sieht jetzt gerade so aus, als würden wir genau das nicht schaffen. Das geht viel zu langsam. Viel zu langsam. Weil wenn wir die Zeit brauchen, um den Lebensbalken von Azerak runterzuknüppeln in seiner Phase, dann wird's böse. So, jetzt kommt erstmal Push and Pull. Wir werden angesogen und dann wieder weggestoßen mit einem Puster. Den Stick immer in die entgegengesetzte Richtung drücken. Das ist für viele auch schon wieder so eine Mechanik, die nicht funktioniert. Ja, ich gebe zu, es bedarf ein wenig Übung, aber dann geht das eigentlich. Drauf, aber das geht viel zu langsam. Also wirklich viel, viel, viel zu langsam. So, Hand aufmachen hier und immer drauf. Geht aber wirklich viel, viel, viel zu langsam. Das sind Millimeter, die da runter gehen. Und das... Ich habe das schon so oft gemacht, dass ich das sagen würde, habe ich im Gefühl, das ist zu wenig für die letzte Phase, wenn wir da überhaupt hinkommen. Marco, oh, ich habe eine Hypo, stehen mir Leute bei mir, die rennen alle weg. Klasse. Oh, ich habe einen Heiler zwar neben mir, aber das müsste mir jetzt... Oh, da ist noch einer, gehe ich mal dahin. Hilft der mir? Oh ja, okay. Hey, einer, der weiß, wie es geht. Gruppenkuscheln, wenn die Pfeile von allen Seiten kommen. Juhu! Hat auch gereicht, cool. Dankeschön. Oh, rote Flächen, ist nicht gut. Einfach weg. Aber das, der rote Balken, also die Trefferpunkte vom Atropal, da passiert ja echt so gut wie gar nichts. Da würde ich sagen, ist der Damage-Check schon verloren. Und damit dann auch das ganze Spiel bis dahin. Das, ja, ich jammere wieder, ich unke wieder. Ich glaube aber fest daran, dass ich das mittlerweile einschätzen kann. Also wenn nicht spontan irgendwo richtig viel Damage noch herkommt, dann ja. Gucken wir mal. Oh, da hinten ist einer in der Hand gegriffen. Komme ich da hin? Nee, das ist zu weit. Das ist aber auch kein anderer. Wie viel sind wir denn hier überhaupt noch? Irgendwie auch viel zu wenig gefühlt.
1, 2, 3, 4. Naja, sind noch ein paar da. Also, geht noch. So, saugen Blasen. Er saugt mich an. Ich drücke dagegen. Jetzt macht er nochmal Puster. Achso, ist mein Gefährte. Na gut. Ah, Hypo. Ich komme mal zu euch. Ihr seid zwar alle tot, aber das kriegen wir wohl hin, oder nicht? Nein, kriegen wir nicht hin. Hilfe! Geht. Rote Fläche. Trefferpunkte hat mein Baba zumindest ein bisschen. Das hilft schon mal, aber... Oh mein Gott, geht der Lebensbalken vom Atropal schlecht runter. Wow, 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 au, au, au. Au. Au, 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 au. Au, au, au. Alter, da passiert gar nichts. Gar nichts, Alter. Also, dann gehe ich in die Mitte. Können wir dann auch keinen. Hauptsache, niemand steht in meiner roten Fläche. Ich gehe da mal eben weg. Ich will ja nicht meckern, aber Alter, da passiert echt nicht viel. Also so gar nicht. Uiuiuiui, hier liegt einer. Legolas, steht doch mal auf. Danke. Alter, 1, 2, 3, 4. Ich schätze mal, wir sind 5 oder so. Das wird sowieso nichts. Hier sind wir auch 6, aber 4 sind mindestens schon raus, würde ich so sagen. Uiuiuiui. Das wird böse enden. Ich meine, so kriegt man ihn zwar langsam runter, aber es kommt eben noch dieser Damage-Check. Da ist er. Aserak. So, und rechts ist die Aufladung des Seelenhetzers. Der Balken wird sich gleich schnell füllen und wir müssten seinen Lebensbalken schnell runterkloppen. Und zwar bevor die Aufladung des Seelenhetzers der Balken sich füllt. Aber ganz ehrlich, das geht viel zu langsam. Ihr seht das, der Balkenaufladung ist schon halb voll. Wir haben aber nur Drittel, Viertel irgendwie runter. Das wird nichts. Das wird gar nichts. Sobald er nämlich voll ist, geht's auch nicht zurück. Wir müssen Azarek auch so auf ein Drittel, ein Viertel runterprügeln irgendwie. Also so die letzten drei Balken irgendwie oder zwei Balken oder so. Und dann... würde es gehen, aber so sind wir tot. Der Schaden der Gruppe war viel zu wenig. Es waren etliche tot, etliche raus. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? So, ja, okay. Das, ich habe den dreifachen Schaden vom zweitplatzierten Schadensmacher gemacht. Das hilft nicht. Also, da müssten andere auch nochmal so viel Schaden, auch gerne mehr Schaden als ich machen, aber das ist viel zu wenig. Gut, aber guck mal, Legolas hat auch 110, aber Legolas ist nur auf Platz 5, was heißt, er hat immer nur die Kills abgestaubt. Scheiße. Oh Mann, ja, viel zu wenig. Wir hören hier auf. Das ist die Realität, auch in Neverwinter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.